Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr das Problem habt und ein älteres Windows-System habt und von dem aus und euch ein Kollege, Freund oder was auch immer einmal eine E-Mail geschickt hat mit dem Kürzel, also nach dem Punkt Pagers, dann ist es ganz klar, dass ihr das nicht umwandeln könnt. Für das Umwandeln gibt es eine einfache Möglichkeit. Ihr schickt es euch von einem Windows 7 Rechner auf ein mobiles Gerät, wie zum Beispiel auf ein iPad, und dort wiederum markieren und auf einen anderen Windows Rechner schicken. Von dem aus könnt ihr dann das Ganze markieren und in ein Microsoft Word umwandeln. Geht ganz einfach, wie gesagt, E-Mail öffnen, Text markieren, Microsoft Word öffnen und dann auch noch ins Word umi kopieren, Druckbefehl geben, fertig. Aber für die Leute, die ein Zusammenspiel haben zwischen Apple und Microsoft, ist es natürlich noch einfacher, denn ihr könnt es gleich auf dem Rechner vor Ort. Also wenn ihr einen Mac habt, der schon das Microsoft-Paket drauf hat, geht es auch ganz leicht. Ihr öffnet das E-Mail und dann noch gleich das Microsoft Word. E-Mail markieren, also den Text alles markieren. Wie gesagt, Word öffnen, reinkopieren, Druckbefehl, fertig. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wenn ihr es einmal gemacht habt, dann ist es gleich ganz leicht. Ich persönlich habe einen Windows 7 Rechner, einen großen Rechner, und der brummt, um genau zu sein, ich habe einmal einen Dezibelmesser hingehalten, mit einer Lautstärke von etwa 180 Dezibel. Das ist ungefähr so, als ob ein Jumbojet nämlich startet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem man sich das Video anschaut. Lasst es mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wenn es informativ für euch war. Über Anregungen, über Vorschläge für neue Videos würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es auch machen. Jederzeit, ich freue mich natürlich drauf. Und auch die Glocke könnt ihr aktivieren. Und noch schön mal kurz ein kleiner Standardwitz am Rande. Und zwar denselben, wie ich es jetzt einmal schon gesagt habe. Liegt eine Ente flach am Teller, war der Traktor sicher schneller. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.